mit dem Jahr 2020 haben wir ein BIM-Mandat. Und das, auf dieses BIM-Mandat müssen wir reagieren. Ja, und wir müssen lokal reagieren. Ja, wir müssen uns darauf anpassen und wir müssen unseren Kunden eine jetzige Lösung verschaffen. Die Lösungen oder Schnittstellen, die jetzt gerade alle in der Evolution sind, vom Building Smart, nennen wir es IFC und Co., die sind noch nicht so ganz in place. Und wir haben durchaus schon Weiterentwicklungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, andere Strategien, auf die wir reagieren können und die auch in so einem BIM-Mandat entsprechend genannt und genutzt werden. Nehmen wir zum Beispiel das Thema OXTRA, Objektkatalog Straße. Das ist ein sehr weit gediehener Standard, den man für BIM-Projekte in Infrastrukturprojekten oder in Straßenbauprojekten durchaus schon nehmen kann. Und der steht auch wohlweislich im BIM-Mandat mit drin. So, das ist ein lokales Phänomen, da müssen wir als Autodesk natürlich auch reagieren und möglichst schnell reagieren und auch eine Lösung für den Kunden bringen. Konnten wir bis heute nicht, haben wir auf die Beine gestellt. Also wir sind jetzt in der Lage zu lesen und zu schreiben, zu liefern.